Endlich war es soweit. Mein Name stand auf dem eigenen Lastzug. 10 Jahre lang hatte ich auf diesen Tag gewartet. Es war gar nicht so leicht, die Anzahlung für den Lastzug aufzutreiben. Gib zu, er ist nicht mehr der Jüngste. Aber für 9 hätte ich die Raten nie zusammengekriegt. Und ich hätte auch nicht so schnell eine Konzession bekommen, wenn mir nicht die Mutter Stadler aus alter Anhänglichkeit die ihres Mannes verkauft hätte. Während der 3 Jahre, die ich als Beifahrer bei ihm war, hat sie mich zwar ganz schön gepiesackt, aber im Grunde ist sie eine gute Seele. Also Prost, ihr zwei. Auf gute Fahrt und viele Kilometer. Prost. Aber Frau Stadler, Alkohol am Steuer? Ach, der haut euch nicht um. Das ist doch ein Hausgemachter. Ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Löwenzahn und Kaffeesatz. Sie waren ja schon immer ein anspruchsvoller Herr Hausmann. Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen. Eigentlich habe ich es Ihnen nie verziehen, dass Sie damals von uns weg sind. Oh, ich kann doch nicht ewig Beifahrer bleiben, Mutchen Stadler. Prost! 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 Wenn ich nicht wüsste, dass Sie bei meinem Mann so viel gelernt haben, hätten Sie den Lastzug nie bekommen. Ah ja. Und dazu noch halb geschenkt. Na, übertreiben Sie mal nicht, Frau Stadler. Ich muss ganz schön schuften, wenn ich jeden Monat die Raten für Sie zusammenkriegen will. Ach, das werden wir schon schaffen. Der Zoo ist doch prima in Schuss. Na ja, jetzt schon. Es war ja auch kaum was kaputt. Herr Hausmann hat nur neue Zylinderköpfe eingebaut, die Lichtmaschine ausgetauscht, neue Batterie gekauft, Bremsen belegt, das Getriebe general überholt und dann zwei neue Reifen gekauft. Hau ab. Komm gleich nach. So einen Schnaps hätte ich auch nicht nochmal vertragen. Sie hätten den Zug ja nicht zu kaufen brauchen, Herr Hausmann. Ich habe hier nur eingeschlagen, weil ich mir selber keinen neuen leisten kann und weil ich nicht mehr für andere fahren will. In Ordnung, aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir auch genügend Aufträge bekommen. Mit ein bisschen Glück werden wir das schon schaffen. Was denn? Schon 8 Uhr? Da wird es aber höchste Zeit, dass ihr wegkommt. Jetzt hätte ich fast die Hauptsache vergessen. Ja, Herr Hausmann. Für Ihre Stullen und den Kaffee. Ja, aber die Tasche habe ich extra für Sie genäht. Gefällt sie Ihnen? Ja, ja. Sehr schön. Vielen Dank, Mutter Stadler. Gott, der Kerl macht mich noch wahnsinnig. Bei meinem Oscar wäre der nie Beifahrer geworden. Ja, ich muss jetzt fahren. Hey, was soll denn der Blödsinn? Das ist unser Firmenzeichenchef. Eine Extrahupe, Typ Jericho. Da fährt alles rechts ran. Das ist doch viel zu laut, da kriegen wir bloß Ärger damit. Was denn das? Fahren wir in den Kindergarten? So, unsere Stullen drin. Oh. Los, fahren wir jetzt endlich. Ja, halt mal. Jetzt wird erst mal kontrolliert. Es ist alles okay. Erst wenn ich es sage, ist alles okay. Standlicht. Gut. Fernlicht. Abblenden. Scheibenwischer. Winker links. Winker rechts. In Ordnung. So eine Schlamperei. Nicht eingefettet. Aber dumme Sprüche machen von wegen Kindergarten. Ja, das habe ich vergessen. Das kann ja mal passieren. Außerdem, ob der Bolzen nur Fett hat oder nicht, abbrechen wird er nicht gleich. Was ist denn mit den Bremsen? Der Kessel hat Druck. Was ist denn an der Schnur dran? Die habe ich eingefettet. Hoffentlich rutscht sie nicht durch. Wer gut schmiert, fährt gut. Was soll denn das? Das habe ich von der Tankstelle. Und die Leisten sind von einem alten Kühlschrank. Kinderspielzeug. Blinker! Gut, bremsen! Nochmal! In Ordnung. Auf geht's, Philipp! Servus, Frau Stadler!
Das haben Sie prima hingekriegt, Chef. Volltreffer links hinten. Kontrolliert nicht so schnell wieder. Wie spät haben wir es eigentlich? 7:45. Die habe ich gestern auf einem Schrottplatz organisiert. 8:15 Uhr. Verdammt nochmal. Wir waren viel zu spät dran. Nach 8 Uhr gibt es auf der Verteilerstelle kaum mehr Fracht für den Vormittag. Das war ein guter Anfang. Und schuld daran war die Frau Stadler mit ihrer ewigen Bemutterung. Ich gehe schon mal rein. Such du einen Parkplatz. In Ordnung, Chef. Ein Umzug innerhalb der Stadt, meinen Sie? Da sind Sie falsch verbunden. Hier ist die Ladungsverteilerstelle. Wissen Sie, wir vermitteln nur schwere Ladungen im Fern- und Nahverkehr. Wenden Sie sich an eine Spedition. Tag. Tag. Nummer 16. Ist gut. Nummer 12. Nummer 12. 18 Tonnen Leder nach Schweinfurt mit Rückfracht München Tarif B. Nehmen Sie an. Nummer 12. Ja, in Ordnung, nehmen wir an. Ja. Kann ich gleich laden? Sofort, bei Samuel und Ritter, beim Güterbahnhof. Ah, ja, den kenne ich, ja. Danke. Komm mal. Ja. 20 Tonnen Schnittholz nach Hamburg, keine Rückfracht, Tarif E. Nummer 13, nehmen Sie an? Nein, da verdiene ich ja nichts. Bei mir muss es sich rentieren. Nummer 14, nehmen Sie an? Ja, ich nehm's. In Hamburg kriege ich schon wieder was. Kreuz ist drum. Runter mit dem Hund. Kann ich besser. Denkst du? Ja, grüß dich, Hausmann. Na, wie läuft denn die alte Karre vom Stadler? Auf der Lastzug ist wieder in Schwung. Nummer 13. 4 Drehbänke in die optischen Werke nach Leverkusen. Nehmen Sie an? Her damit! Na, ist die Stadlerin mit drin in der Konzession? Ach, hau ab. Wiedersehen. Was krieg ich für eine Nummer? 17. Sie sind ein bisschen spät dran. Ja, ich weiß. Wollen Sie es wirklich versuchen? Wie alt ist denn der Zug? Jetzt wie neu. Sie wissen, der Stadler hat zuletzt fast keine Ladung mehr bekommen, weil er zu langsam war. Die Kundschaft ist verwöhnt. Ich werde es schon schaffen. Sehen Sie mal zu, dass ich eine anständige Ladung kriege. Der alte Stadler ist nämlich mächtig aufs Geld aus. Ja, ja, Sie müssen es ja wissen. Meinetwegen. Mensch, schaut euch das an. Da kommt Kerrer mit seinem neuen Zug. Das ist ein Ding. Nicht schlecht. 200 PS. 75.000 Mark sind auch kein Pappenstiel. Wer spielt aus? Schon 9 Uhr. So ein Mist. Ja, die großen Sachen, Hamburg, Berlin, Bremen und so, die sind weg für heute. Sag mal, wollt ihr hier stehen bleiben? Warum denn nicht, Kleiner? Da kommen wir ja nicht mehr raus. Das wäre doch das Beste, was euch passieren könnte mit eurem alten Kasten. Ach, gebt doch nicht so an. Mit so einer Luxuskarre kann jeder Trottel fahren. Nicht frech werden, Kleiner. Na. Na, wie heißt das Kind? Caro Hand. Contra. Na, Hausmann? Du hast die alte Mühle also doch gekauft. Ja, die kann ich wenigstens bezahlen. Aber ob du das mit deiner neuen schaffst? Alles bezahlt. Bar auf den Tisch. Aber wenn du Pleite machst, dann komm zu mir. Ich kann für meinen alten Zug immer wieder mal einen Fahrer brauchen. Bevor wir für dich fahren, gehen wir lieber Steine klappen. Ist das denn Beifahrer? Was dagegen? Den würde ich nicht mal geschenkt nehmen. Was habe ich für eine Nummer? Nummer 18, hinter Hausmann. Wieso hinter Hausmann? Ich will immer was sagen, Kerl. Stumm kannst du mit mir nicht machen. Ich fahre meinen alten Lastzug und du fährst einen neuen. Jeder von uns kann verdienen und Platz ist genug auf der Straße. Aber wenn ich merke, dass du Wind gegen mich machst, dann knallt's.
Mein Beifahrer lässt er auch in Ruhe. Nummer 15 und 16. 36 Tonnen nach Kassel mit Rückfracht. Verkürzte Lieferfrist, 50% Zuschlag. Sie müssen zusammenfahren. Nehmen Sie an? Ich kann erst in einer Stunde weg. Ich muss noch ein Rad montieren. Ich brauche was nach Süden. Nummer 17 und 18. Nummer 17 und 18. Sie haben nicht viel Zeit, Herr Hausmann. Sie müssen um 18 Uhr dort sein. Ach, das schaffe ich schon. Vielleicht bis morgen Abend um 6. Sie müssen noch laden, das braucht auch noch Zeit. Sagen Sie mal, Sie haben doch zwei Lastzüge. Dann gebe ich Ihnen die Ladung. Der Alte ist bis Samstag mit Windstein unterwegs. Wie viele Tonnen sind's denn? 36. 20 für die Mann drauf. Dann nehme ich die restlichen 16. Also gut, Herr Hausmann, auf Ihr Risiko. Wenn Sie nach 18 Uhr ankommen, müssen Sie den Schaden ersetzen. Die Nachtschicht kann sonst nicht arbeiten. Kann nicht schlecht für den Anfang. 50% Zuschlag. Jetzt bin ich bloß gespannt, wann die 16 Tonnen in Kassel einkommen. Pünktlich. 5 vor 6. Auf Ihre Verantwortung, Herr Hausmann. Sie kennen ja das Lagerhaus von Braun und Co. Ja, danke. Wiedersehen. 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 Wir hatten Glück und kamen beim Laden zuerst dran. Mit Hilfe von ein paar Flaschen Bier ging es auch schneller als sonst. Philipp und ich schufteten, dass wir ins Schwitzen kamen. Wir wussten ja, worum es ging. Jede Minute war kostbar. Und nach einer halben Stunde war es auch tatsächlich geschafft. Philipp! Mach den Schlag zu. Gut. Hoffentlich kommen Sie gut durch. Die warten in Kassel auf die Ersatzteile. Sonst können Sie die Nachtschicht wieder nach Hause schicken. Ah, nur keine Bange. Schnitt von 60 mache ich noch gut. Die Montagesteile, die Sie zurückfahren, da können Sie sich Zeit lassen. Die brauche ich nicht für morgen Abend. Dann machen wir los! Die sind schon fertig. Nun macht aber mal ein bisschen Tempo, ihr Langweiler. Sie haben hier gar nichts rumzukommandieren. Die machen das wirklich langsam, Chef. Der Hausmann hat Ihnen Bier spendiert. Ach, lass Sie doch murksen, wir haben Zeit. Sie müssen auch um 18 Uhr in Kassel sein. Na, wenn schon, mein Neuer macht eine Spitze von 100. Die haben wir in einer halben Stunde wieder. Arbeit, Chef. Die haben wir abgehängt. Schön wär's ja. Der hat mindestens 80 PS mehr unter der Haube. Aber der Kerl kann ja nicht fahren. Und sein Beifahrer ist ein ausgemachter Trottel. Guck mal in den Rückspiegel. Warum? Da kommt dein Trottel. Schweinerei. Los, hinterher. Jetzt noch was? Überdreh doch meinen Motor nicht. Wir sind um 18 Uhr in Kassel, mehr braucht's nicht. Und die lachen uns aus. Lass sie doch lachen. Mensch, die gehen essen. Machen wir auch bald Mittag? Ich könnte jetzt einen Schnitzel vertragen. Hier ist dein Schnitzel. Ich habe keine Zeit zum Halten. Ich fuhr bis zum Nachmittag durch. Der Motor lief wie ein Uhrwerk. Um 4 Uhr waren wir kurz vor Kassel. Jetzt konnte nichts mehr passieren. Ich ließ mich von Philipp ablösen. Von Kerra war weit und breit nichts zu sehen. Fahr langsam. Nicht über 60. Der Anhänger ist nur leicht beladen. Schlingert leicht. Bei der Autobahnausfahrt wächst du mich. In Ordnung, Chef. Thank you.
Hey, stell den Krach ab. Schleichen Sie. Drücken Sie drauf, Chef. Immer mit der Ruhe. Die kriegen wir noch vor der Ausfahrt. Was ist denn passiert? Da ist eine Baustelle. Das war total verrückt, Mensch. Du hast nicht aufgepasst. Der Kerl hat mich geschnitten. Mensch, der hat noch mal Schwein gehabt. Ich hab gedacht, jetzt ist alles hin. Das hast du gut gemacht. Jetzt können wir zusammenpacken, bevor wir überhaupt angefangen haben. Ach, da kommen wir leicht wieder raus. Ich grab den Sand weg und lege ein paar Bretter drunter. Du Döskopf, da kannst du bis morgen früh graben. Das schaffen wir leicht. Halt doch die Klappe! Zwecklos. Reiß bloß die Achsen ab. So kommen wir nicht weg. Sie müssen aber weg. In 10 Minuten kommt ein Bagger hierher und reißt alles auf. Ja, nur mal langsam mit der Großmutter. Weit ist er noch bis Kassel? Oh, so 15 Kilometer. Philipp, koppel den Anhänger ab. Fertig! Was ist jetzt? Kommt der Anhänger auch weg? Philipp, du fährst sofort mit dem Motorwagen ins Werk. Na, und der Anhänger? Du, was ich dir sage. Fährst nach Kassel, lässt abladen, damit wenigstens die Hälfte der Ladung in Kassel ist. Ja, Chef. Sofort wieder zurück. Ist gut. Der sitzt ganz schön fest. Wie viel haben Sie drauf? 6 Tonnen. Eiltransport. Da hilft bloß abladen. Mit 6 Tonnen kommen Sie hier nie raus. Das ist zum Kotzen. Jetzt sitze ich in der Tinte. Können Sie mir nicht helfen? Lass mal springen. Stunde zu früh. Können wir brauchen. Wir waren schon drauf und dran, die Nachtschicht auszusetzen. Moment mal. Sie haben hier nur 20 Tonnen. Ja, was ist denn mit dem Rest? Oh, da ist einer mit einer vorsintflutlichen Schaukel unterwegs. Den haben wir vor ein paar Stunden auf der Autobahn überholt. Ich glaube kaum, dass der es bis zum Abend schafft. Nee. Na, hoffentlich doch. Wir brauchen das Zeug. Ja, mich können Sie nicht verantwortlich machen. Ich habe vor ihm gewarnt. Also herfahren, die Rampe und abladen. Thank you.
Der kann seine Ladung im Rucksack nach Kassel tragen. Du hast auch einen Transporter. Der lässt gern was springen. Na, wie sieht's aus? Ja, ist nicht so schlimm. Achse ist in Ordnung. Der Bremsschlauch ist abgerissen. Da sieh mal, der hat die Hälfte verloren. Den Anhänger hat die alte Mühle wohl nicht mehr geschafft. So, ich bin da. Ja, das sehe ich. Sollen da etwa die restlichen 16 Tonnen drauf sein? Ah, da sind schon mal 10 Tonnen drauf. Also mach keine Witze. Ja, um 6 ist ja Schluss, da habe ich keine Leute mehr. Der Rest kommt gleich nach, Sie können schon mal mit dem Abladen anfangen. Also immer langsam, immer einer nach dem anderen. Sag mal, was ist mit eurem Anhänger los? Ist der zusammengebrochen? Hm? Ihr Beifahrer müsste doch längst wieder da sein. Na, machen Sie es gut. Ich muss Material ausgeben. Wann mussten dort sein? Um 6? Felix, ich glaube, der Kerl ist eingeschlafen. Kannst du nicht meinen Hänger nach Kassel schleppen? Ich zahle eine Kleinigkeit. Ich bin doch nicht verrückt. Wieso? Beim ersten Bremsen, da hängen mir deine 6 Tonnen im Genick. Da stehen wir quer über der Straße. Ich bin doch kein Selbstmörder. Mensch, sei doch nicht so. Weißt du, was für mich davon abhängt? Nichts zu machen. Ohne Bremsschläuche auf keinen Fall. Ach du Dickschädel. Warte mal einen Moment. Sagen Sie, haben Sie vielleicht zufällig ein paar Bremsschläuche? Wir haben bloß Ersatzteile für unsere Planierraupen und Bagger da. Sehen Sie mal zu, ob Sie davon was brauchen können. Ja, danke. Hör mal, der ist viel zu groß, was soll ich mit dem? Das ist doch kein kleiner. Ah, kriegst du einen anderen. Genau, mal den. Kann ich den hier mitnehmen? Ja. Danke. Es ist einfach eine Schweinerei. Ich stehe seit einer Dreiviertelstunde hier und ihr habt mit dem Abladen noch nicht mal angefangen. Moment mal, bis jetzt bin immer noch ich dran. Also jetzt regen Sie sich doch nicht auf. Sobald beim Kerrer aufgeladen ist, kommen Sie ja dran. Na, das mit dem Aufladen hätte er wohl noch Zeit gehabt, aber ihr steht alle unter einer Decke. Also ich muss doch bitten. Na meinst du, ich hätte nicht gesehen, wie der Kerrer mit Bierchen um sich geschmissen hat? Ja, ihr könnt ja sowas gar nicht mehr leisten. Ihr braucht euer Kleingeld für was anderes. Eine Stunde Nachtschicht kostet ein paar Tausend. Ah. Was blieb meinem Beifahrer anderes übrig, als selber abzuladen? Extra. Er konnte ja nicht wissen, dass ich inzwischen neue Bremsschläuche montiert hatte und längst in Richtung Kassel unterwegs war. Es war 20 Minuten vor 6 und jetzt konnte eigentlich nichts mehr passieren. Ich freute mich schon auf die dummen Gesichter von Kerrer und seinem Beifahrer. Jetzt bin ich dran. Wieso? Da hast du eine Zulassung für den Anhänger. Das schon, aber... Bitte zeigen Sie mal die Papiere. Ist das Ihr Anhänger? Ja, ist meiner. Darf ich mal die Papiere sehen? Ach, die sind im Motorwagen drüben, bei Braun und Co. Ich habe eine Panne gehabt und muss um 6 Uhr dort sein. Zu dem Anhänger fehlt ja die Bremszuleitung. Die dürfen Sie noch gar nicht mitführen, das wissen Sie doch. Ja, ich wollte ihm helfen und wir sind ja nur ein paar hundert Meter gefahren, Herr Wachtmeister. Sind Sie mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung einverstanden? Ja, selbstverständlich, Herr Wachtmeister. Ja, Sie nicht. So, das wär's. Vielen Dank. Wir müssen jetzt weiter. Ja, aber ohne Anhänger. Also keine Schwierigkeiten. Sind doch bloß noch 2 Kilometer. Das sieht ja schon Fabrikschornsteine. Bitte kuppeln Sie ab. Die
Polizisten blieben doch tatsächlich so lange stehen, bis der Anhänger abgekuppelt war. Es war zum Verzweifeln. Da stand ich nun mit meinem Anhänger Mutterseelen allein auf der Straße. Und es war 6:10. Wenn es dich interessiert, es ist 6:05. Ihr seid doch fertig. Was steht denn ihr hier noch so dumm rum und glotzt? Wir möchten zu gern dein Gesicht sehen, wenn ihr Hungerleider die Nachtschicht blechen müsst. Sehr witzig. Das wird sich ganz schön teuer zu stehen kommen. Nur mit der Ruhe. Noch ist es nicht 6. Ja, lass dich doch nicht auslachen, Mensch. Ich wette 100er, dass ihr das nicht schafft. Du sei vorsichtig. 100 Mark ist viel Geld. Na, schlag ein, du Feigling. Na, sofort. Mit dem Pfiffzoll. Worauf wartest du, Knallkopf, eigentlich noch? Glaubst du, dein Hausmann kommt ums Eck gelaufen und zieht den Anhänger hinter sich her? Gratuliere, Chef. Na, Moment mal, schrei nicht so laut. Es ist 6:02. Tut mir leid, Herr Keller. Es ist genau 18 Uhr. Das werde ich maßarbeiten. Haben Sie was anderes erwartet? Wir waren schon ein bisschen in Sorge. Hör mal, Philipp. Kannst du mir 20 Mark pumpen? Ich kann den Traktor nicht mehr bezahlen. Moment mal. Na, wie ist es denn jetzt mit dem 100er? Na, beim Kassieren habt ihr mehr Tempo drauf. Auf der Straße. Sicherheit vor Schnelligkeit. Eigentlich wollte ich Philipp die Ohren langziehen. Aber er hatte die Panne ja wieder gut gemacht. Durch seine Wette waren unsere ganzen Sonderausgaben gedeckt. Aber eines ist sicher. Unsere erste Fahrt werden wir nicht so schnell wieder vergessen. Thank you.